طلع البدر علينا بثنيات الوداع. Was wird 2018 passieren? Was wird geschehen? Viele Leute, am Ende des Jahres setzen sich ein Ziel vor und sagen, dieses Jahr will ich das oder jenes anders machen. Ich will mich in jenem oder in dieser Sache besonders verbessern und dieses oder jenes einfach mal ablehnen. Diese Sache ist nicht von uns, denn wir sollten uns jeden Tag, nein, wir müssen uns jeden Tag darum bemühen, dass wir nicht sündigen und dass wir unsere Pflichten verrichten. Jeden Tag. Aber hier an dieser Stelle würde ich gerne sagen, ob du das Video vor 2018 siehst oder das Video schon 2018 siehst. Was geschieht 2018? Mit Sicherheit wird 2018 ein Jahr, wo viele Menschen gibt, die praktizieren inshallah. Leider aber auch viel, viel mehr Leute geben, die nicht praktizieren. Wie viele Leute wird es in diesem Jahr geben, die wal'iyazu billah mit dem Unglauben sterben? Wie viele Leute wird es geben, die ihrem Bruder oder ihrer Schwester ihr Hack nehmen, ihr Recht nehmen, ihnen Unrecht zufügen? Wie viele Leute aber wird es geben, die endlich anfangen zu beten und inshallah ta'ala, wenn du das Video vor 2018 siehst, in dieser kurzen Zeit fängst du an zu beten. Warte nicht auf 2018, fange heute an. Und solltest du es 2018 sehen, dann fange heute an. Wenn du noch nicht angefangen hast zu beten und du dieses Video gerade siehst, lieber Bruder oder liebe Schwester, dann fange an. Fange an zu beten. Bei Allah, sind wir denn nicht alle Sünder? Sagt dir nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jeder Sohn Adams ein Sünder ist und die Besten unter ihnen sind jene, die bereuen? Und ich frage dich eine Frage, wann kommt deine Reue? Wann bereust du bei Allah? Viele Leute sagen, ich warte, bis ich 60 bin. Und dann gehe ich zur Hajj und dann ende ich mein Leben komplett. Und wer sagt, dass du bis zu 60 bis leben wirst? Und wer sagt, dass du, solltest du dieses Alter erreichen dürfen, überhaupt dann noch bereuen wirst und nicht vielleicht einen anderen Weg einschlagen wirst? Wal'iyazu billah. Wer sagt das? Wer sagt das? Woher willst du das wissen? Du kannst heute sterben. Und das weißt du. Du kannst heute sterben. Wallahi lazim. Andere wiederum sagen, Bruder, ich rauche. Ich kann noch nicht anfangen zu beten, während ich rauche. Ich will erstmal meine Sünde ablegen und dann aufhören zu rauchen. Das kommt von Shaitan. Das kommt vom Shaitan. La'anudullahi alayh. Achi, Uchti, wusstest du denn nicht, dass wenn du nicht betest, schlimmer bist bei Allah? Schlimmer bist bei Allah azawajal, als jemand, der raucht? Als dass du nicht betest, ist schlimmer, als dass du rauchst. Heißt nicht, dass du rauchen sollst. Nein, nein, nein. Dass du nicht betest, ist schlimmer, als dass, wenn du Alkohol trinkst, Drogen nimmst, Drogen verkaufst, Diebstahl begehst. Ja, sogar wenn du nicht betest, ist das schlimmer, als wenn du jemanden ermordest. Ich sag nicht, du sollst jetzt morden oder du sollst jetzt dies machen. Nein, das sind schlimme Sünden. Aber dass du nicht betest, ist schlimmer. Und während du darauf wartest und glaubst, dass du erstmal diese Sünden ablegen musst, um anfangen zu beten, machst du schon eine Sünde, die viel größer ist. Und zwar, dass du nicht betest. Verstehst du, wo der Sinn ist? Das ist die Sache. Deswegen, wallahi al-azim, fang heute an zu beten. Mach Dua, dass Allah dich recht leitet. Fang jetzt an zu beten. Und bitte Allah, dass er dich von diesen Sünden entfernt. Und wenn du mal leider ausgerutscht bist, so kehrst du sofort zurück zu Allah. Bereust bei Allah, du unterlässt die Sünde. Und bereust bei Allah. Und beabsichtigst, diese Sünde nie wieder zu tun. Und solltest du deinem Bruder oder deiner Schwester im Islam Unrecht zugefügt haben, so bitte diese Person um Verzeihung für das, was du sie angetan hast. So bitte diese Person um Verzeihung für das, was du angetan hast. Sprich,
Begleiche das Unrecht, was du ihr angetan hast, bevor am Tag kommt, an dem es nicht mehr möglich ist. Möge Allah Azzawajal jedem, der dieses Video sieht und jedem, der dieses Video leitet und weiterleitet und von mir aus liked und kommentiert und in seine Playlist reinmacht und seinen Favoriten reinmacht, möge Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, möge Allah ihn recht leiten, ihn reichlich belohnen, ihm alle seine Sünden vergeben, ihm alle seine Sünden verzeihen, ihn reichlich belohnen und ihm mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Jannat al-Firdaus vereinen. Allahumma amin. Barakallahu fikum, liebe Geschwister im Islam. Euer Bruder Ghassan von der Islam verbindet. Abonniert den Kanal für mehr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos. Sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.